Das Maxdome-Paket zu einem monatlichen Festpreis können Sie in einer 30-tägigen Testphase zunächst gratis ausprobieren. Beachten Sie allerdings, wenn Sie die Testphase nicht aktiv kündigen, verlängert sich das Abonnement kostenpflichtig um einen Monat. Im Monatspaket bekommen Sie Filme und Serien zu einem fairen Preis. Neben aktuellen Blockbustern und Filmklassikern gibt es auch ganze Serienstaffeln zu leihen. Anders als die Konkurrenz, wie beispielsweise Amazon oder Netflix, setzt Maxdome im Serienbereich nicht auf exklusive Eigenproduktionen, überzeugt aber dennoch durch die Vielfalt der verfügbaren Inhalte. Hierbei werden sowohl diverse Genres als auch Filme in Originalsprache abgedeckt. Sollten Sie keine Flatrate benötigen, können Sie einzelne Titel im Store ausleihen oder kaufen. Auf diese Weise zahlen Sie nur für die Inhalte, die Sie tatsächlich streamen. Aus lizenzrechtlichen Gründen sind aktuellere Kinofilme nur im Store verfügbar. Abgerundet wird das Maxdome-Programm mit dem Angebot von Live-Shows. Die Qualität der verfügbaren Inhalte reicht von SD bis HD. Um störungsfrei streamen zu können, sollten Sie allerdings über eine ausreichend schnelle Internetverbindung verfügen. Für SD genügt eine 2000er, für HD benötigen Sie mindestens eine 6000er DSL-Leitung. Die Qualität der jeweiligen Inhalte passt Maxdome automatisch an Ihre Bandbreite an. Den Video-on-Demand-Service von Maxdome können Sie nicht nur im Browser auf dem Laptop, PC oder Mac nutzen. Durch Apps für die unterschiedlichsten Geräte, wie beispielsweise Android-Smartphones, das iPhone, Tablets, Smart-TVs oder auch Spielekonsolen, ist das Wunschprogramm fast überall und jederzeit verfügbar. Für unterwegs können Sie einzelne Titel auch im Offline-Modus speichern. Im Zug oder Flugzeug benötigen Sie dann keine Internetverbindung. Hier bietet Ihnen Maxdome einen Vorteil, zum Beispiel gegenüber Netflix, das keinen Offline-Modus zur Verfügung stellt. Maxdome konnte uns voll und ganz überzeugen und verdiente sich somit die Spitzenposition im Test. Weitere Informationen und den detaillierten Testbericht finden Sie unter vetalio.de.